Willkommen zurück zu Torchlight 2. So viel sei mal gesagt. Nein, tue ich nicht. So, in dieser Aufnahme nehme ich noch ein bisschen alleine auf. Scavenger hat übrigens zugesagt, dass er in den künftigen Folgen dabei ist. Mich mental unterstützt, aber jetzt würde ich noch mal ein bisschen alleine aufnehmen. In der Wüste wird sich das jetzt eher lohnen, den Kevin reinzuholen. Und es dauert sowieso ein bisschen mal die Folgen. Ich sollte sowieso mal ein bisschen Pause machen hier. Aber ich habe gerade so Bock. Zeit, dass alle Folgen mal oben kommen hier. Und der nette Kevin. Also, es ist schon länger her jetzt. Aber das Artwork zum Westerwälder Stahl EP von Eisklingengewitter ist fertig. Das hat der nette Mann hier schön gemacht. Schön fertiggestellt. Beziehungsweise ist jetzt wahrscheinlich 2 Monate her, wo das jetzt fertiggestellt ist. Wenn die Folge rauskommt. Keine Ahnung. Ich habe so viel Puffer. Und ich nehme trotzdem weiter auf. Das ist eigentlich nicht feierlich, was ich da abziehe. Das ist ein bisschen laut auf meinen Ohren. Geht. Na ihr? Was hängt ihr denn da fest? Und mit dem Ordensschwert ziehe ich weiterhin durch die Lande. Die eisigen Lande. Das ist Esteria. Hallo. Wie wir schon gesehen hatten letztens, ist eine riesige Weltkarte. Also, für was wurde das denn bitte jetzt vorgesehen? Da wir, vor allem da wir nur 3 oder 4 Länder besuchen konnten in den 2 Spielen. Ich bin mal gespannt. Ach, die Fähigkeit habe ich auch noch, habe ich ganz vergessen. Oh nein. Das ist mir aber jetzt neu hier, so eine Gegend, oder? Das hatte ich jetzt so noch nicht. Ja, wird doch mal Zeit, dass nicht immer alles dasselbe sein muss. Nein, ist klar. Nee, dann nehme ich einfach nur irgendwas zum Verkaufen halt, ne? Bam! Ja, warte mal. Bei mir wird, bei mir ist ja immer noch der Bogenschütze bei mir dran. Und der schießt auch noch. Obwohl das bei mir nicht mehr eingeblendet ist. Was für eine Wirkung hat das? Ruhig. Ah, okay. Alles klar, wir sind in der Praxis, nicht im Garten. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Heiltrank. Oh. Sag mal, meine Finger richtig auf der Tastatur halten.
Ist ja gut. Ach, was? Ah, ja, ja. Gut. Hat schon verpeilt zu holen. Nein! Oh, schon wieder verklickt. Das ist nicht mehr normal, wie oft mir das passiert, ey. Ich werde ja immer unfähiger hier. Alter, so einen wie mich sollte man doch nicht sozial integrieren, ey. Ich merke es schon wieder. Du machst so ein Theater, nur weil du nichts hinkriegst? Jo, hallo. Lass mal gucken. Spalthuf. Ach ja, wir müssen das wieder neu aktivieren hier. Verrat! Ach nö, stößt er mir doch wieder runter hier. Was passiert hier? Das werden irgendwie immer mehr. Gucke ich das richtig? Alter! Jetzt hört doch mal auf hier! So. Level 20 endlich mal, hä? Was ist los? Boah, Alter, wie ich ja dauernd nur zurückgestoßen werde. Warte mal, was habe ich da gerade eingesammelt? Immer die Zeit im Auge behalten. Oh Mann. Ach so. Ach komm. Wird nicht so wichtig sein. Da lege ich sie einen nach dem anderen um. Boah, boah, boah. Hey, komm mal ruhig hinterher, Fräulein. Ach, Fräulein. Ich hab den ja Alfred genannt. Bin ich doof? Weißt du, Alfred, das ist so eine schwule Fee. Deswegen hat er auch so Frauenkleider hier an. Da piepst er auch so. Nein, Quatsch.
Wenn es jetzt noch so ein Item gibt, also noch so ein Schwert gibt, was 100% Spektralecho ist, beziehungsweise 100% Wirken auf Spektralecho, dann wäre es ja eigentlich schon richtig geil. Ich denke an dieses, an das Schwert, wenn Link hier zu dieser grimmigen Gottheit wird. Vor allem, wenn man da. Kann man da nämlich hier so Spektralecho oder so machen. Beziehungsweise im Majora's Mask, da schießt er ja mit. Und in Hyrule Warriors, da macht er auch genau sowas hier, Spektralecho. Ja, komm. Ich bin in Bedrängnis. Gefällt mir nicht. Euer Begleiter ist verwundet. Alles klar, hier gibt's sonst nichts mehr zu sehen. Also zurück. Ups, ah, hier ist noch was. Gildum. Wollen wir nicht eine Gildum gründen? Hakensense. In Kreuzform. Nein, das darf nicht sein. Nee, keine Lust. Ach toll. Muss ich das ja wohl alles loswerden hier. Hätte ich auch mal offscreen machen können. Zumindest einen kleinen Teil davon weg. Oh, warte mal. Weiß ich nicht, ich finde die 15% mehr Schaden, da finde ich gerade ein bisschen wertvoll. Für den Moment. Golem Tail, als ob. Na! Ah. Alles klar, das kann weg. So, du, dich muss ich mal wegschicken.
Aha. Das sieht schon mal viel besser aus. Endlich. Oh, na super. Da ist schon der Käfig des Eishufs. Hier ist doch sonst jetzt niemand mehr. Bisschen scheiße gebalanced, dass sie das so absichtlich scheiße balancen. Finde ich jetzt nicht so dolle. So. Hallo. Was nehmen wir hiervon? Was hat er uns zu geben? Ich will Großschwerter, wenn schon. Vielleicht finden wir nochmal so ein Zelda-Item. Wer weiß. Pfeiler. Wer seid ihr? Was wünscht ihr? Ich will nicht. Also, was wollte ich jetzt noch hin? Achso, die Wappen habe ich auch alle, die kann ich auch abgeben. Lass uns mal hier gucken. Katana?
Ich den da liegen lassen. Verrat. Vielleicht kriegen wir noch so ein Dai-Katana, so ein Zweihändigen. Bestimmt. Mal ehrlich, Leute, wirkt das Gebiet riesig oder ist es riesig? Ist auch schon wieder alles nichts irgendwie, hab ich denn? Komm, das zum Verkaufen einfach nur. Mach mal auf hier.